Abuja im Dezember 2022. Deutschland gibt Kunstwerke aus seinen Museen an Nigeria zurück. Die weltberühmten Benin-Bronzen kommen an ihren Ursprungsort. This is the beginning to right the wrong. Das Falsche wieder gut machen, wenn das so einfach wäre. Die Adria Farmer-Perlman von der New Yorker Restitution Study Group hat gerade in Cannes einen mehrfach ausgezeichneten Kurzfilm vorgestellt. Sie ist eine Nachfahrin von Sklaven aus Benin. Wir zeigen einen Film über die Benin-Bronzen. Es geht um Menschen aus Afrika in der Diaspora. Wir wurden geraubt und verkauft für das Metall, aus dem die Benin-Bronzen sind. Das ist eine Benin-Bronze. Sie wurde aus geschmolzenen Manillen gegossen, der Währung im Königtum Benin für den europäischen und transatlantischen Sklavenhandel. Wir wurden 300 Jahre lang im Königtum Benin versklavt. Sie raubten und verkauften uns, um das Metall für die Bronzen zu bekommen. Wir denken also, dass auch wir einen Anspruch auf diese Bronzen haben. Aber diesen Teil der Geschichte will Deutschland nicht wahrhaben. Und das diskriminiert uns. Die Bronzen wurden 1897 von der britischen Marine konfisziert. Als Vergeltung für den Mord des Königtums Benin an unbewaffneten Offizieren und afrikanischen Trägern. Damit endeten auch hunderte von Jahren, in denen Sklaven als Menschenopfer hingerichtet wurden. Wir haben diesen Film gemacht, weil die Museen diese Geschichte nicht erzählen. Das Narrativ wird vom Königtum Benin kontrolliert, auch online. Dass zum Erschaffen dieser Bronzen 300 Jahre Sklavenhandel nötig waren, wird nicht erwähnt. Es ist eine total weiß gewaschene Geschichte. Das Rautenstrauch-Joost-Museum in Köln setzt sich intensiv für den Rückgabeprozess der Benin-Bronzen ein. Doch die ganze Geschichte hinter den Objekten hat es bis heute nicht erzählt. Gerade beansprucht die Enkelin des Königs von Benin, die Künstlerin Pejula Yevola, in einer Ausstellung die Benin-Bronzen für ihr Volk. In einem Video befreit sie die Objekte symbolisch von den alten Inventarnummern. Diese Rückgabe, diese Objekte, die veroorzagen unglaublich viele Debatten. Wir sind mittendrin. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass wir haben noch nicht ausreichend Distanz, um das alles gut zu analysieren. Und da gibt es noch einige Überraschungen. So hat jetzt ein Bochumer Forscherteam herausgefunden, dass das Material der Bronzen aus dem Rheinland stammt. Wenn wir jetzt hier schauen, die blauen Punkte sind die Benin-Bronzen und die grünen Quadrate sind eben die Erze, die wir im Rheinland haben, dann haben wir eine unheimlich gute Übereinstimmung. Der hohe Bleigehalt im rheinischen Erz eignete sich hervorragend für die filigranen Details der Gusskulpturen. Die Benin-Bronzen schreiben also auch rheinische Geschichte. War die Rückgabe an Nigeria und den König von Benin verfrüht? Für mich ist der Fall klar. Es ist ein Unrechtskontext, es ist geraubt worden, sie müssen zurückgegeben werden. Dennoch müssen sie in unseren Museen hier präsent bleiben. Zum Glück haben wir ja dann eine Einigung mit den Nigerianern erzielt, mit allen beteiligten Parteien in Nigeria, dass diese Kunst aus Benin weltweit sichtbar sein soll. Schön, wenn es so kommt. Dann wären auch die Adria Farmer Perlman und die Nachfahren der Sklaven aus Benin zufrieden. Wir, die Nachfahren der Sklaven, wollen unseren Anteil an den Bronzen. Sie gehören uns allen.